Hallo, heute habe ich ein Diary für euch, aber ein bisschen anders, weil ich schwelge mit euch in Erinnerungen, die noch nicht ganz so lange zurückliegen, aber ich habe noch ein paar Schnipsel von zwei Events, auf denen ich war. Zum einen bei der Glow war ich ja, da habe ich einige Fotos und auch ein ganz klein bisschen so Videoschnipsel, die ich euch noch gerne zeigen wollte. Und ich war ja vor einigen Wochen auch bei einem Event von Lavera und da habe ich auch so ein bisschen gefilmt und das wollte ich euch gerne noch zeigen. Ich habe da auch eine Roomtour vom Hotel gemacht und ich muss einfach sagen, ich gehe ja nicht oft zu Events. Zum einen so Sachen wie die Glow, so Messesachen gehe ich nicht so oft hin. Ich gehe auch nicht auf Videodays und so, weil ich einfach nicht so diese... Ich weiß nicht, ich fühle mich da komisch, weil ich mich nicht wie ein Star fühle oder so. Ich meine, ich verteile schon gerne Autogrammkarten, weil es einfach was Schönes ist. Und ich finde auch, das ist einfach eine tolle Erinnerung. Das ist einfach wie ein Foto von jemandem. Finde ich es nicht mehr so schlimm. Aber so dieses zugerannt werden, dass die Leute einfach nur einen umrennen, weil sie denken, oh, der ist bekannt oder so. Oder der könnte bekannt sein. Und dann kennen die mich gar nicht und wollen einfach nur ein Autogramm, weil sie Autogrammjäger sind und so. Und ja, deswegen mag ich da so Events eigentlich nicht, aber die Glow war ja echt gechillt und da zeige ich euch jetzt einfach mal ein paar Schnipsel davon. Ich muss sagen, wenn man da jetzt nur hingeht wegen Make-up und sich gar nicht für YouTuber und so weiter interessiert, würde ich sagen, lohnt es sich nicht, weil es sind nicht so viele Marken da. Und man muss bei den Sachen, die so seltener sind, auch relativ lange anstehen, was ich ein bisschen schade finde. Aber trotzdem gab es einige interessante Stände für mich. Zum Beispiel war ich bei Sugar Shape. Da habe ich mich wahnsinnig drauf gefreut, weil ihr wisst vielleicht, ich habe eine ziemlich große Oberweite und da ist es einfach sehr schwer, schöne BHs zu finden, die nicht aussehen wie so ein Oma-Ding. Und die gibt es in allen Größen. Und da rutscht hinten nichts hoch, die Träger schneiden nicht ein. Ich bin sehr, sehr, sehr glücklich damit. Und jetzt noch die dritte Sache, beziehungsweise, also jetzt wenn man Sugar Shape als zweites sieht, aber okay, sagen wir mal die zweite Sache, war ja das Lavera-Event. Viele Marken, da gehe ich gar nicht hin, weil mir das zu sehr konsumorientiert ist und die schmeißen einen mit Produkten zu und die will ich eigentlich alle gar nicht. Und die dann alle zu verschenken und zu verlosen, ist halt super viel Stress und Aufwand und da bin ich lieber zu Hause und arbeite. da gehe ich echt nicht so gern hin. Aber es gibt dann Events wie jetzt das, was mich unglaublich und unfassbar bereichert. Zum einen, weil mich die Marke total interessiert hat. Ich hatte noch nicht viel von denen und ich interessiere mich mittlerweile sehr für so Naturkosmetik und alles etwas gechillter anzugehen und ein bisschen mehr auf Inhaltsstoffe zu achten. Ich mache das jetzt noch nicht bis ins Detail, also nagelt mich nicht drauf fest. Aber ich denke mal, Naturkosmetik ist schon mal eine gute Richtung. Und jetzt wollte ich euch da auch noch Ausschnitte davon zeigen, vom Event. Und da waren auch ganz, ganz tolle Mädels mit dabei. Auch gerade Andrea Morgenstern hat mich wahnsinnig wieder gefreut, sie zu sehen. Da gab es auch ganz inspirierende Gespräche und es hat mich so bereichert und so glücklich gemacht und so entspannt und vieles nochmal anders sehen lassen. Und ja, ich kann das gar nicht beschreiben. Und dann war ich auch nachts im Hotel. Es war ein geiles Hotel. Da waren Boxspringbetten. Und bevor ich jetzt zu viel erzähle, würde ich einfach sagen, ich zeige euch mal mein Material, weil da habe ich so ein bisschen mehr gefilmt. Hallo, ich bin in Berlin. Schon wieder. Und die Sonne scheint, das Wetter ist toll. Ich bin in einem voll schönen Hotelzimmer. Und ich freue mich, jetzt die ganzen anderen Mädels zu sehen. Da bin ich schon super gespannt, was die heute alles Tolles erfahren werden. Und freue mich sehr. Ja, und dann nehme ich euch jetzt einfach mal mit.
ich bin unterwegs. Ich bin hier gerade auf dem Lavera-Event und ich hole mir jetzt auch schnell was zu essen, bevor es weitergeht, weil es gibt neue leckere Sachen. Muss ich gleich mal holen. So, ich komme gerade von einer schönen kleinen Nacken- und Rückenmassage. Es war zwar jetzt nicht so intensiv vom Druck her, aber es war einfach sehr entspannend. Das war eher so eine Streichelmassage und einfach ein bisschen die Augen zu machen. Und es war sehr, sehr erholsam. Und wir haben vorher noch eine kleine Schulung bekommen von einem Schlafspezialisten, also der das wirklich untersucht, ein Doktor oder Professor, ich weiß gar nicht mehr genau, auf jeden Fall ein Spezialist. Und der hat uns ganz, ganz viel erzählt zum Thema Schlaf. Das war super spannend, was es auch bewirkt, wenn man zu wenig Schlaf hat oder schlechten Schlaf hat, und auch dann sozusagen hat er den Zusammenhang erklärt für die Haut. Also so, da war der Zusammenhang, was Schlaf für die Haut bedeutet, die Regeneration der Zellen und so weiter. Sehr, sehr interessant, und ich habe tatsächlich bei diesem Workshop, sage ich mal, mal überdacht, wie ich schlafe und wie viel Stress ich mir und meiner Haut zumute, gerade vor allen Dingen auch in den letzten Jahren. Und da möchte ich auf jeden Fall definitiv dran arbeiten und mache das ja auch schon mit dem Minimalismus soweit, und da fühle ich mich gut jetzt damit. Und genau, jetzt habe ich meine Haare noch oben, weil ich gerade eben massiert wurde. Und jetzt freue ich mich schon auf unten, weil wir jetzt zusammen noch essen, und ich freue mich noch ein bisschen mit der Nadine zu quatschen, mit den anderen Mädels, und da gehe ich jetzt hin. Guten Morgen! Ich habe gerade vorhin schon Yoga gemacht. Das war mega cool. Es war auch genau das richtige Maß zwischen. Also ich habe schon mal Yoga bei uns im Fitnessstudio gemacht, und es war einmal zu langweilig, nur atmen, und es, also für mich persönlich zu langweilig, und das andere Mal war zu anstrengend. Also ich mache ja Kraftsport zwar, aber es ist ja trotzdem noch mal was anderes beim Yoga, wirklich dann Kraft zu machen, weil da ja total die Muskeln alle so abgewechselt werden und ganz viel mit Koordination ist, und das hatte ich eben nicht. Das fand ich total schwer. Und heute war es einfach echt schön. Es war ein bisschen anstrengend, aber auch gleichzeitig total entspannt, und ich konnte meinen Kopf total ausschalten. Das ist total schön. Also so wie ich es mir eigentlich vom Minimalismus so Mai erhofft habe von manchen Tagen. Und ja, war einfach total wirklich entspannt. Es war so krass, meinen Kopf leer zu haben, ohne Gedanken. Und es war einfach schön. Sehr schön und entspannt. Und ich habe eine super Frise gerade, so bin ich schon den ganzen Morgen rumgelaufen. Ich war jetzt auch schon frühstücken, habe meine Sachen jetzt gepackt, und jetzt geht's gleich los zurück. Wahnsinnig, habe ich mich natürlich gefreut, auch die liebe Nadine zu sehen und alle anderen Mädels, aber auch gerade die Nadine, wenn die nur in meiner Nähe wohnen würde. Ich glaube, wir würden ständig aufeinander hocken, weil das ist so ein richtiges Freundschaftsgefühl da, auch wenn wir uns jetzt nicht so oft leider sehen. Aber ich habe sie auf jeden Fall in mein Herz geschlossen, und liebe Grüße an dich, falls du das gerade siehst. Und jetzt habe ich auch ganz viele Produkte von denen noch zugeschickt bekommen, die ich alle im Hotelzimmer ja schon hatte, und die habt ihr ja schon gesehen, und die habe ich jetzt auch bekommen. Und da war jetzt nichts dabei, was mich nicht interessiert hat, also was ich nicht benutzen möchte, außer vielleicht die Kosmetikprodukte, also die Gesichtskosmetikprodukte, war ja ein Eyeliner mit dabei. Ich benutze keinen Kohl, Kajal mag ich einfach nicht. Werde ich wahrscheinlich verschenken oder verlosen oder so. Aber ansonsten freue ich mich wahnsinnig, die Sachen alle zu benutzen und meine anderen Sachen dann aufzubrauchen und auszutauschen gegen diese. Und wenn ihr wollt, werde ich ein Unboxing von den Sachen mal machen oder beziehungsweise euch eine Review drehen, wie ich die Sachen dann so fand. Falls ihr das sehen wollt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Schaut auf jeden Fall noch bei den letzten beiden Diaries vorbei. Ich werde euch alles natürlich wieder in der Infobox und Infocard verlinken. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!